Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Morrowind. Ja, wir sind hier in Alt-Dädrov und müssen das hier einmal frei machen. Was haben wir hier? Linker Flügel. So einen linken Flügel können wir gehen. Hier innerer Schrein. Dann haben wir da wahrscheinlich den rechten Flügel gleich. Genau, rechter Flügel. Dann würde ich sagen, mit dem rechten Flügel merzen wir zuerst aus. Okay, ich muss gegen den kämpfen. So, was hat er? Wildes Flammenschwert. So, Pokémon ist Amulett des Kummers und das nehme ich auch mal mit. Auch noch mehr Ordinatoren. Ihr seid nur hier, um den Schrein zu plündern, oder? Das soll uns recht sein, aber seid vorsichtig. Lasst uns in Frieden und wir lassen euch in Frieden. Okay. Würde gerne an denen vorbei. So. Domba. Auch nochmal dasselbe. Und hier Gürtel des normalen Keulendorns. Und dämonischer Streitgott. Ja, den lassen wir. Kann ich mit dem Schrein reden? Hat er hier was drunter? Hier hat er nichts drunter. Das führt in den inneren Schrein. Ah, okay. Ah, okay, das hat mit Merunes Dagon zu tun. Und hier ein Ebenerdschild. Eben jetzt Turmschild und eben jetzt Breitschwert. Nein, das wiegt wieder zu viel. Was können wir wegschmeißen? Oder warte mal. Okay, im Kampf kann ich das nicht benutzen. Kann mich jetzt aber auch nicht bewegen. Dann machen wir das so. Ich gebe den Turmschild erstmal wieder ab. Wenn ich sehe, wo der ist. So, was hat die denn hier? Stahlkriegshammer. Nochmal so ein Ding. Wo waren die Dings? Da. So. 25.000, 15.000. Ja, gut, was kann ich dafür wegschmeißen? Oder warte, ich lasse das doch vielleicht einmal bei ihr noch. Das kann ich doch wegschmeißen. Okay, passt. Trag jetzt zu viel. Wahrscheinlich hat eben Erz, ne? Oh! Boah, warte, was hat er da für eine Waffe? Der hat auf jeden Fall, Dädrisches Claymore. Dann weg damit. Weg damit.
Ich trage immer noch zu viel weg mit. Geh weg mit den Dingern. So, was kann auch weg? Die können weg. Der kann weg. Ach, scheiß auf die Edelsteine. Vampirstaub, warum habe ich Vampirstaub mit? Auch weg mit den Fackeln. So. Dietrich des Lehrlings. Schmiedehammer des Gesellen. Wenn ich die wegtue. Schmiedehammer des Meisters. Tut mir jetzt echt weh, dass wir das so jetzt machen. Aber ich wollte die Sachen hier definitiv behalten. So, warte, was haben wir hier jetzt? Was exklusiver Stärketrank, Attribut festigen Stärke 20 Punkte. Okay, der ist nett auf mich. So, jetzt ist er hinüber. So, der sieht auf jeden Fall aus wie ein Feind. Hat die mich jetzt angegriffen? Ich glaube, die hat mich jetzt angegriffen. So, die hat hier alles Vulkanglas. So, und er hier. Stelle eine Spinnenklinge. Mal gucken, was es hier sonst noch gibt. Hier, all der drauf, äußerer Schrein. Ach, hier sind wir, okay. Aber da ging es noch woanders hin weiter. Ach, hier ist das mit Azura. Guck mal, vielleicht passt das doch von der vom Gewicht her. Dass ich dann nur die Edelsteine mitnehme. Was hat er jetzt? Der ist ein Dolch, oder? Ja. Der ist ein Dolch. Ja, den werde ich nicht nochmal brauchen. 9 Kilo. Komm, der ist 10.000 wert, aber komm, den lassen wir. Den lassen wir liegen. So, hier gab es sonst niemanden mehr, hä? Welcher Dedra ist denn das hier jetzt eigentlich? So, okay, komm, ich nehme das hier wieder mit, das hier mit, das hier mit. Die Hämmer können wir neu kaufen.
Was gibt's denn dahinter? Schild des Lichts. Eisen. Schild. Dann hier Knochenmehl. Exklusiver Lichttrank. Wo ist denn der jetzt? Ah, okay, jetzt kann man hier nochmal deutlich besser sehen. Gehen wir mal dahin weiter. Vorraum. Wo kämpfen die gegen wen? So. Ordinator. Okay, auch nochmal alles mit Dings. Vulkanglas. Vulkanglas sieht auch so geil aus. Wer sind die jetzt? Oh, jetzt ist wieder dunkel. So, eben hat Speer. Okay, ich bin froh, dass ich jetzt auf der Seite der Ordinatoren bin. Funk bis helle Bade. So, ich sehe gerade jetzt nicht, wer der Böse ist. Ja, hier, okay. So, Stahlklemme oder Hiebe. Kann man sehen, was hier jetzt ist? Ich wünschte, diesen Lichttrank hätten wir jetzt noch ein bisschen länger. So, und hier geht es auch nochmal weiter. Gibt es hier noch jemanden? So. Alles an. Miau. 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 Okay. Ork. Ork? Ragruskorb ist kein Ork. Alles andere? Ich bin Ragruskorb, der Khajiit. Khajiit. Das ist richtig. Ragruskorb, der Khajiit. Wie gefällt euch mein Schwanz? Was? Ihr habt noch nie einen Khajiit gesehen? Ragruskorb. Ragruskorb will noch mehr Mondzucker. Mein Beruf? Seid ihr blind? Ragruskorb ist ein Khajiit. Kleines Geheimnis? Kein Mondzucker, keine Geheimnisse. Ihr könnt eure Fragen stellen, aber beeilt euch damit. Ach, was denn nun schon wieder? Sieh da, sieh da. Was haben wir denn hier? Habt ihr eure Einladung? Seid ihr ein Spieler, das spielt? Oder eine der Spielfiguren? Oder ein einfacher Zuschauer? Zuschauer? Einige wollen nur zusehen. Sie dienen auch Sheogora. Und stehen und klatschen. Macht, was ihr wollt. Spielfiguren? Ihr seid kein Spieler, sondern einfach nur eine Spielfigur? Dann tretet ein, wählt einen Partner und beginnt, euch rhythmisch zu bewegen. Ich bin sicher, dass ihr jemanden finden werdet, der euch gefällig ist. Spieler? Sieh mal eine an. Wollt ihr ein Spielchen spielen? Sagt schon. Für die Ahimusa einsetzen, anbieten, sie nicht zu töten, wenn sie im Gegenzug den Ahimusa Unterkunft gewähren? Sie zu einem Duell herausfordern. Weiß ich nicht. Mach ich mal das?
Ah, ich verstehe. Ihr schlagt vor, dass ich dem Stamm der Ahimusa gestatten soll, sich auf dieser Insel zu verstecken. Und dafür lasst ihr davon ab, mich töten zu wollen. Ihr droht mir also. Und dank eures wirklich beeindruckenden Rufs will ich euch nicht Lügner nennen. Also, ihr habt gewonnen. Ich stimme zu. Ich kann natürlich nicht für die Ordinatoren sprechen. Aber ich verspreche, dass ihr die Ahimusa herbringen könnt und meine Anhänger ihnen nichts antun werden. Ich schwöre bei dem verrückten Gott. Einladung? Hat man euch hierher beschworen oder kamt ihr freiwillig? Wie auch immer. Es ist jeder eingeladen. Vergesst aber nicht, dem Gastgeber eure Aufwartung zu machen. Und lasst euch von Lustidrike drüben in der Ecke etwas zu trinken geben. Mischt euch dann unter die tanzenden, drängenden Massen. Ich glaube, die in den goldenen Masken sind ungeladene Gäste. Aber beim Maskenball des verrückten Gottes ist ein jeder willkommen. Tanzen? Tanzt mit eurem Gegner, winkt Axt und Streitkolben. Ein kleines Tänzchen auf Leben und Tod. Das Salz in der Suppe. Versteht ihr? Oder wollt ihr wie ein Bauer sterben? Sag mal hier. Und wer ist das? Lucidrik. Was zu trinken, Kumpel? Habe alles, was ihr wollt. Vorausgesetzt ist es Vujam. Ich drohte damit, Lireni in der Welt zu töten, wenn sie die Ahimusa keine Unterkunft in Albedrock gewähren würde. Ich war mir nicht sicher, ob sie vernünftig sein würde, doch offenbar war sie so beeindruckt von meinem Ruf, dass sie glaubte, sich nur durch Aufgeben retten zu können. Sie versprach beim verrückten Gott, dass ich die Ahimusa nach Albedrock bringen könne. Und dass weder sie noch ihre Anhänger ihnen etwas tun würden, solange sie dort seien. Okay, das heißt, wir können... Wir können die Ahimusa hier hinbringen. So. Vorausgesetzt, dass es hier sicher sei für die. Jetzt ernsthaft, komme ich hier nicht durch oder was? Da hinten habe ich aber noch was, glaube ich, vergessen, übersehen. Hier haben wir ja... Warte mal, hier sind ja mehrere Schreine. Von mehreren Göttern. Sind auf jeden Fall schon ein paar Daedras hier. Ja gut, wir sind gut beladen, können gehen. So, wo ist denn der Typ, der hier draußen war, der Ordinator? Da. Kann ich mit ihm nochmal reden? Ja, okay. Der will nicht nochmal. Das würde ich jetzt aber so vielleicht erstmal wieder auf die 3 speichern. Und dann gucken, dass wir hier jetzt direkt nach Süden straight durchgehen. Warte mal, wie spät haben wir es? 6 Uhr am Morgen? Wenn ich jetzt nochmal... Ah, okay. Gehen wir mal straight nach Süden. Natürlich, wer will jetzt Stress? Warte, kann ich jetzt nochmal zum Stab wechseln? Oder wie sieht die Claymore aus? So, das Zähler 2 Handwaffe. Auch als Langwaffe wahrscheinlich. So, da kommt schon der nächste. Wo kommen die ganzen Dreu her? Wirklich.
Aber ich würde dann erstmal nochmal beim Desert da bleiben. Und dann erstmal auch von Insel zu Insel zu Ahimusa. Den haben wir. Wie sieht es hier mit dem Dings aus? Stufe. Steht das nicht mehr bei? Ein Ruf 25 haben wir. Euer Bekanntheitsgrad in der Welt von Morrowind 25. So, die Insel und dann noch eine. So, scheiß Fische. Immer diese Flachfische jetzt endlich. Okay, die Schlachterfische sind noch nicht die nervigsten. Nur im Wasser sind die nervig. Ja, komm, ich will hier lang. Ernsthaft? Diese Fische einfach. So, wer ist nochmal die weise Frau? Bitte, leistet mir Gesellschaft. Ja, wie bitte, geht es euch? Vater, ich höre euch zu. Zelt der weisen Frau. So, ich speichere nochmal hier. Wieder auf die 3. Und dann rede ich nochmal mit ihr. Ja, Maxi, seid ihr nun bereit, so dass ich euch begleiten und kann nach Alderdorf? Ordinatoren. Es ist die Pflicht der Ordinatoren, der Priestersoldaten des Tempels, die Gläubigen davon abzuhalten, alte Orte der Daedra im Ödland an der steinigen Küste und auf den Inseln von Badenfeld wieder herzurichten. Jetzt sind die Ordinatoren anderweitig beschäftigt und die alten Orte der Daedra werden wieder zum Leben erweckt. Händler haben von einem Schiff berichtet, das mit einigen Ordinatoren an Bord von Molag Mar nach Alderdorf segelte. Leider wollen sich meine Kundschafter der Insel nicht nähern. Wir haben gespeichert. Wenn sie jetzt uns begleitet... Ja, bitte begleitet mich nach Alderdorf. Ich weiß jetzt nicht, wie die Ordinatoren das sehen werden. Wenn die jetzt mitkommt. Müssen wir schauen, müssen wir mal ausprobieren. Ach, wie cool, die kann über Wasser laufen. Ist die einfach mal Jesus. Okay. Solange die Viecher da gegen mich kämpfen und nicht gegen die Dame hier. Hey, wartet auf mich. Ja, ich warte. Wo? Wo ist die hin? Bitte seht euch vor. Was? Ach nö, hab ich sie jetzt angegriffen?
Das fand ich jetzt nicht lustig. Komm, begleiten, Aldedrov, leb wohl. Kommt. Gute Dame. Bitte leistet mir Gesellschaft. So, auf nochmal nach Aldedrov. Ich hoffe, ich krieg's jetzt hin, sie darüber zu schiffen, sage ich jetzt mal. Ja, kommt. Was ist mit dir? Kommst du? Ja, komm. Du musst kommen. Geh runter von dem Stein. Muss ich noch mal laden? Nein, nicht speichern, laden. Ja. Dann laden wir halt noch mal. So, mich begleiten. Ja, lebt wohl. Jetzt bitte, ohne irgendwo hängen zu bleiben und ohne mich anzugreifen, ja? So, hier entlang. Genau. Wie viel Leben hat sie noch? So, auf die Insel. Hier ist der Fisch. Okay. Sie. Ja, du musst hinterherkommen. So, die Insel, ja? Schauen wir mal. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht nochmal angegriffen. Wo steckt sie jetzt schon wieder fest? Ach nö. Wie beschissen will das mit ihr noch sein? Also gerade will ich gar nicht mehr mit ihr. Wenn die da jetzt feststeckt. Ist ja richtig beschissen gerade. Kann ich hier hinkommen? Ah, okay.
Die kommt jetzt hinterher. Okay, immerhin. Das haben wir wieder gefixt. So, okay. Alt der drauf ist ja nicht mehr weit. Nur noch hier über den Fluss. Wir werden wahrscheinlich ein paar Mal angegriffen noch. Sie kommt hinterher. Und das werden wir wohl schaffen, oder? Genau, und hier sind die anderen da alle tot. Okay, sie hat's überstanden. So, muss ich mit ihr reingehen oder hier oben rum irgendwo rumlaufen? Ich würde es gerne wissen. Also ich glaube, ich muss mit ihr wirklich reingehen. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. So. Muss ich wirklich reingehen? Hier ist eigentlich soweit alles sicher, oder? Wo muss ich mit ihr hin? Sinamu Mirpa begleitet mich nach Alt-Dedroth. Wenn sie sicher in das alte Heiligtum gelangen und die große Statue dort sehen kann, wird sie mich zum Ahimusa-Nerevat nennen. Ah, okay. Alte Heiligtum. Ist das hier das, innerer Schrein hier? Ist das nicht? Ich danke euch. Ich sagte, dass ich euch begleiten würde, Maxiasatrippe, um zu sehen, ob ihr Alt-Dedroth für die Ahimusa sicher gemacht habt. Ihr habt meine Bedingungen erfüllt. Ich danke euch, Max Deus. Die Ahimusa werden gerettet werden. Ich ernenne euch zum Nerevarine der Ahimusa, falls ihr es wünscht. Ja, bitte. Ihr habt diesen Ort für die Ahimusa gesichert. Deshalb ernenne ich euch zum Ahimusa Nerevarine, Kriegsherr der Ahimusa und Protektor des Volkes. Ich gebe euch außerdem den Stein des Wahnsinns der Ahimusa, der allen Dunmern ein Zeichen sein soll, dass ihr der Nerevarine seid und dass die Ahimusa euch folgen werden. Wenn es sein muss, bis zum Tod. Ich kann nicht lange bleiben, ich muss bald zum Ahimusa-Lager zurückkehren und Vorbereitungen treffen, um hierhin um überzusiedeln. Ich habe euch zum Ahimusa-Nerevarine, Kriegsherr der Ahimusa und Charakter des Volkes an. Ihr habt die Ahimusa gerettet, nun hoffen wir, dass ihr auch die anderen Nerevarine-Prophezeiungen erfüllen werdet. Ich kann nur kurz verweilen. Ja, okay. Sicher machen. Ja, Alt-Dedroth ist ein sicherer Zufluchtsort für die Ahimusa. Hab Dank, Max Deus. Stein des Wahnsinns. Der Stein des Wahnsinns der Ahimusa bietet Schutz vor dem Zauber von Hexenkriegern. Wenn ihr ihn benutzt und euren Feind berührt, hört er das Wehklagen der Ahnen in seinem Kopf, was ihn verwirrt und seine Hexereien stört. Doch ich warne euch, wenn ihr den Stein des Wahnsinns benutzt, habt auch ihr das Rufen der Ahnen im Ohr und werde von ihren Klagen wie von Sinnen sein. Es ist der Stein des Wahnsinns. Ein Zauberer mag er nicht gefallen, umso mehr jedoch ein Krieger. Hier, das haben wir. Chlirene Indavil. Sie sind die Priesterin dieses Schreins. Aber ihr habt uns jetzt bewiesen, dass sie und ihre Kultisten keine Bedrohung für uns darstellen. Die Ahimusa und die Anhänger von Chlirene Indavil werden jetzt lernen, auf dieser Insel miteinander in Frieden zu leben. Alt-Dedroth. Diese Stätte ist ein alter Schrein für Sheogorath, den wahnsinnigen Fürsten. Aber nun wird er in schwierigen Zeiten auch als Zuflucht für die Ahimusa dienen. Ich sehe, euch gefällt dieses Land. Wir heißen euch willkommen. Ja, wir gehen jetzt noch einmal raus. Beziehungsweise, warte mal, wir sind jetzt eh ein bisschen
überfällig. Dann gehen wir in der nächsten Folge raus und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!